Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem, ich guck mal eben, 252. Video. Heute geht es, wie ihr seht, um die Darstellung der Funktion Sinus von x plus d in Klammern. Eben habe ich hier aufgezeichnet mit dem Parameter d. Und bevor ich jetzt hier zu großartigen theoretischen Erklärungen ansetze, zeige ich euch das mit Hilfe des wunderbaren Programms GeoGebra. Ihr seht, ich habe zwei Sachen vorbereitet. Einmal diese orangefarbene Funktion ist die Funktion oder der Graph ist der Graph von Sinus x. Der bleibt liegen und g von x gleich Sinus x hat den Parameter d. Das sieht man jetzt hier nicht. Ihr seht, hier sind die Eigenschaften Sinus x plus d. Und weil d jetzt hier 0 ist, ist Sinus von x plus d gleich Sinus von x. So, ich habe hier den Parameter markiert und ihr seht, ich bewege den jetzt mit den Pfeiltasten. Oben links läuft das, wer das Programm GeoGebra nicht kennt, oben links läuft das jetzt hier mit. Hier. Ja, könnt ihr also gucken. Ich benehme jetzt die Pfeiltasten, vergrößere den Parameter. Klar. Es ist so. So, jetzt kann ich ihn vergrößern. Und ihr seht, was die schwarze Linie im Vergleich zum Graphen von Sinus x macht. Die schwarze Linie rutscht komplett nach links. Also an den Höhen und Tiefen oder an der Periode, an der Amplitude, da komme ich im nächsten Video drauf, ändert sich nichts, sondern der Graph wird einfach bei positivem d nach links verschoben. Ihr seht das hier zum Beispiel, hier oben seht ihr das auch, hier, das d läuft hier mit und hier läuft das d auch mit und hier läuft das d auch mit. Jetzt bin ich schon bei, da habe ich falsch geklickt. So, jetzt bin ich schon bei 4, 5, 6. Ich glaube, der Parameter d, ich habe den eingestellt, dass der nur bis 5 läuft. Man kann das auch bis 50 machen. Und wenn ich jetzt da bin und ich mache das d wieder kleiner, dann läuft der Graph wieder zurück. Wir gucken mal bei d gleich 0. Und ihr wisst jetzt natürlich, was passiert, wenn ich d gleich minus wähle, dann wird die Funktion nach rechts verschoben. Und zwar, ja, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann seht ihr d gleich minus 1. Wenn ihr hier mal hinschaut, der ursprüngliche Graph Sinus x hat ja bei 3,1415, also bei Pi eine Nullstelle. Ich habe jetzt leider versäumt, die Einstellungen so zu ändern. Vielleicht zeige ich das auch mal. Das geht jetzt ein bisschen schlecht. Also Einstellungen, Eigenschaften. Und dann kann man hier die x-Achse anwählen. Und jetzt seht hier Achsenmarkierung, Beschriftung und die Einheiten. Wenn ich da drauf klicke, kann ich also in Grad wählen, in Pi oder Millimeter, Zentimeter, Meter, Kilometer. Ich nehme in Pi. Ihr seht, das springt hier sofort um. Und jetzt sieht man das schön, das von hier nach hier ist natürlich die Länge 1. Ja, das ist jetzt toll. Ja, also, das ist jetzt keine große Kiste. Ich habe das aufgeschrieben und zwar der Graph wird im Vergleich zu Sinus x, also der Graph von Sinus x plus d wird im Vergleich zu Sinus x nach links verschoben für d größer 0 und er wird nach rechts verschoben für d, ups, und er wird nach rechts, ist es denn? Und er wird nach rechts verschoben für die kleine 0. Das ist jetzt sowas von hässlich, was ich da gemacht habe. Jetzt mache ich es wieder weg. Und zwar um wie viele Einheiten? Um Betrag von d Einheiten. Also wenn Sinus x minus 4, dann sind es eben 4 Einheiten nach rechts. Und wenn ich Sinus von x plus 17 habe, dann sind es 17 Einheiten nach links. Das ist schon alles. Vielleicht kann ich einmal zum Abschluss zeigen. So.
Ich zeichne noch einmal für die, die es nicht kennen. Ich nehme also das Zeichenblatt, das setze ich. Und jetzt nehme ich mir drei Parameter hin. Ich ticke jetzt hier drauf. Den ersten nenne ich A. Ihr seht, ich kann hier von minus 5 bis 5 Schrittweite 0,1, das kann man alles verändern. Das übernehme ich alles. Dann klicke ich hier nochmal drauf. Ach, das brauche ich nicht mehr. Dann wird automatisch weitergezählt. Ich kann den Namen ändern, B. Und dann klicke ich hier nochmal drauf. Dann habe ich den Parameter C. Und jetzt gebe ich hier unten eine Funktion ein, und zwar f von x ist gleich, jetzt mache ich a mal Sinus von runde Klammer auf, b mal x plus c, runde Klammer. Und jetzt gebe ich noch zum Vergleich ein, g, runde Klammer, x, runde Klammer zu, ist gleich Sinus von x. So, dieses g von x, das ist jetzt mein Grundgraph. Da rufe ich einmal die Eigenschaften von auf. Mache ich natürlich wieder farbig. Darstellung mache ich jetzt ganz dicke Linien, dann ist das der Grundgraph. Ihr seht, das wird total geändert, sofort geändert. Und ihr seht, jetzt kann man in einem natürlich, in einer Grafik die Parameter anklicken. Und wenn ich die jetzt so verschiebe, dann ist das hier. Und wenn ich das B verschiebe, dann ist das so hier. Das hat alles, was wir erarbeitet haben in den letzten Videos. Und das C, dann schiebe ich den Graphen nach rechts oder links. Also ich kann jetzt B. Ich mache den mal jetzt so richtig schön zusammengezogen und das A, das will ich jetzt richtig groß und jetzt C, jetzt schiebe ich den längst an der X-Achse da hin und her. Man kann das auch animieren bei GeoGebra. Es ist einfach super klasse. Ja, und im nächsten Video, das gehört auch noch dazu, sage ich so ein paar Sachen zu den physikalischen, zu der physikalischen Sprechweite. Es geht ja hier in erster Linie um Schwingungen. Da werde ich auch noch ein paar Wörter zu sprechen. Wenn es euch gefallen hat, hat mich das gefreut, dann empfehlt mich bitte weiter. Hat es euch nicht gefallen, verschweigt ihr meine Existenz. Ich denke positiv, freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin Tschüss.